Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, nach unter 20 Jahren Kampf und Tag der Arbeit muss die Linke weiter vorwärts schreiten. Viele unter uns fürchten heute um ihren Arbeitsplatz. Ganze Familien werden von übermäßig hohen Mieten und exorbitanten Krankenkassenprämien erdrückt. Während gewisse Leute das Ende der Krise verkünden und die Tische der Bankencasino wieder zum Spiel laden, stellen wir fest, die Arbeitslosigkeit geht nicht zurück. Schlimmer noch, die Bürgerlichen und der Bundesrat beabsichtigen, die Banken zu schonen und Arbeitnehmende den Preis für die Krise zahlen zu lassen, indem die Vorschriften der Arbeitslosenversicherungen drastisch verschärft werden. Für die Bürgerlichen, entschuldigen Sie mich, wenn ich es so brutal ausdrücke, sind Arbeitslose Faulpelze. Sie seien an ihrem Schicksal selber schuld. Und deshalb fordern Sie, müssen die Leistungen der Arbeitslosenversicherung gekürzt und die Wartezeiten verlängert werden. Die geplante Revision achtet in einer Strafaktion gegen das Volk und insbesondere gegen die Jugendliche aus. Nicht allen geht es diesen Tagen aber so schlecht. Einige Wirtschaftszweige wurden von der Krise verschont. Der Finanzwelt etwa geht es blendend. Vor allem den Bankmanagern, um genau zu sein. Wie sonst ließe sich erklären, dass Brady Dugan, der Boss der Credit Suisse, vergangenes Jahr einen Bonus von über 70 Millionen Franken erhalten hat. Die Verursacher der Wirtschaftskrise scheinen also von den Problemen, unter denen wir alle leiden, nicht betroffen zu sein. Sie müssen in keiner Art und Weise um ihren Arbeitsplatz fürchten. Sie schämen sich nicht einmal, durch ihre Gier Tausende von Angestellten um ihre Arbeit gebracht zu haben. Sie verstehen nicht, warum es uns wahnsinnig macht, wenn wir sehen, dass ein durchschnittlicher Arbeiter 100 Jahre benötigen würde, um so viel zu verdienen wie der CS-Direktor in einem einzigen Jahr. Vergangenen Mittwoch hat sich auch der Bundesrat in einer rhetorischen Übung gewunden. Unser strenger Finanzminister ist ebenfalls der Ansicht, die Exzesse der Finanzwelt seien inakzeptabel und man müsse diesen ein Ende setzen. Das ist eine ebenso positive wie überraschende Kehrtwende. Aber es bleibt eine Absichtserklärung. Der Bundesrat lässt ausrichten, dass er überlegt, eine Vernehmlassung bis ins September zu starten. Das ist ungenügend. Es verzögert die Sache unnötig. Nach Monaten der Diskussion und Versprechen verlangen wir nun Fakten. Wir wollen Taten und klare Regeln, um die Finanzwelt in ihre Schranken zu weisen. Für die UBS konnten über Nacht 60 Milliarden Franken locker gemacht werden. Da soll niemand behaupten, heute sei nicht möglich, bis Ende Juni einen Gesetzartikel zu revidieren. Das ist einzig und allein eine Sache des politischen Willens und wir werden in dieser Frage nicht nachgeben. Aber liebe Freundinnen und Freunde, vielleicht sind wir alle etwas ungerecht mit den Finanzhaien. Wenn sie sich ungehindert bereichern können, ohne sich sorgen zu müssen, dann deshalb, weil man sie hat machen lassen. Weil sie es geschafft haben, sich eine politische Hofstaat einzurichten, der an ihrem Tropf hängt. Weil die Bürgerlichen es zuließen, dass sie ihre mehr oder weniger legale Aktivitäten im Namen eines aggressiven Kapitalismus immer weiter ausdehnen konnten. Die Bürgerlichen beschränken sich darauf, ein paar wenige zu schützen. Sie verteidigen die Interessen der Banken, der Manager, der Versicherungen und die Interessen schlussendlich der 10% Reichsten in unserem Land. Die FDP ist zur Sekretärin der Wirtschaftselite geworden. Wir sind die Einzigen, wir Sozialdemokraten, die eine andere Gesellschaft verteidigen. Eine Gesellschaft, in der alle über die gleichen Chancen verfügen. Es ist allerhöchste Zeit, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und nicht für Partikularinteressen. Und es ist Zeit für uns, diese neue Politik zu entwickeln, heute und vereint. Unsere Sozialpolitik darf sich nicht nur darauf beschränken, die Schäden zu reparieren, die die Bürgerlichen angerichtet haben. Sie muss soziale Aufstiege wieder möglich machen und den Arbeitnehmenden in unserem Land neue Chancen und Perspektiven bieten. Sie muss Arbeitsplätze schaffen. Sie muss garantieren, dass die Wirtschaft auch tatsächlich im Dienste der Arbeitnehmenden steht und nicht umgekehrt.
Die Cleantech-Initiative, die wir mit der Unterstützung der Gewerkschaften lanciert haben, setzt genau ihr an. Sie schlägt vor, fossile Energien nach und nach durch Erneuerbare zu ersetzen und so Zehntausende von Arbeitsplätzen in der Schweiz zu schaffen, statt Millionen und Abermillionen von Franken nach Saudi-Arabien oder Libyen zu zahlen. Wir stellen uns damit entschieden gegen den Bundesrat, der seit Jahren betont, eine Industriepolitik sei nicht nötig. Die Privatwirtschaft, so wird unsere Landesregierung nicht müde zu betonen, die Privatwirtschaft wisse am besten, wo investiert werden müsse, wie Arbeitsplätze geschaffen werden können und in welche Sektoren gefördert werden müssten. Dem halten wir entgegen, dass die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen können sollen und dass es notwendig ist, einen kollektiven Effort zur Förderung erneuerbaren Energien zu machen. Die SP will unsere Gesellschaft verändern. Wir arbeiten an einigen Volksinitiativen, etwa die Postinitiative oder die Initiative für neue Arbeitsplätze dank erneuerbaren Energien, für einen Mindestlohn oder für eine Einheitskrankenkasse. Es gibt viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Auseinandersetzungen, welche uns bis zu den Wahlen beschäftigen werden. Diese gerechte Gesellschaft wollen wir auch mit unserem neuen Parteiprogramm erreichen. Dieses Programm wurde an vielen Orten verrissen. Es hat geheißen, er sei veraltet. Diese Kritik betrachte ich als nicht gerechtfertigt. Sonst sage man mir einmal, was daran veraltet werden soll, in der Wirtschaftswelt einige demokratischen Spielregeln festzulegen. Was soll dann daran skandalös sein, wenn wir uns weigern, unser Leben und das unserer Kinder in die Hände von Novartis oder Nestlé zu legen? Wir engagieren uns, liebe Freundinnen und Freunde, für eine solidarische Gesellschaft, die ihre Bürgerinnen und Bürger als Mitglied ein und derselben Seilschaft auffasst und nicht als gierige Konkurrenten. Wir wollen eine Gesellschaft, in der unsere Kinder dieselben Chancen haben, ihren Weg zu gehen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Vermögensverhältnissen der Eltern. Wir wollen eine Politik für die große Mehrheit der Bevölkerung und nicht für eine kleine Minderheit von Privilegierten. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich wünsche Ihnen alle einen schönen 1. Mai.